سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم موطني 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 ذا الإباء موطني 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 يا أنا رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم سوف نرنو إلى رفع كل الهمم ونكون حقا خير أمة بين الأمم فلنقم كلنا Mein Name ist Birte Döpke. Kali hat es schon gesagt, ich bin Antirassismus-Trainerin. Ich verteidige Menschenrechte. Ob Juden, ob Muslime, ob Christen, alle Menschen haben die gleichen Rechte. Ich habe verstanden, die deutsche Regierung wertet die Würde von Menschen je nach Religion. In Gaza, aber auch hier. Mein Auftrag heute ist es, auf die Würde der Menschen in unserem Land zu gucken. Ich habe verstanden, Politiker verleumden muslimische Demonstranten potenziell als Judenhasser. Ganze Gemeinden werden unter den Verdacht gestellt, antisemitisch zu sein. Hier in Berlin, in Neukölln, wurden Moscheen ein vorgefertigtes Schreiben geschickt mit einer Distanzierung von der Hamas. Das sollten sie unterschreiben. Das ist eine Vorverurteilung. Es ist nichts anderes als Rassismus. In vielen Schulen in Nordrhein-Westfalen, wo ich herkomme, kriegen die Kinder Arbeitsblätter zum Ausfüllen. Sie sollen sagen, ob sie Demonstrationen gut finden, auf denen der Terror des Hamas gefeiert wird. Ich habe heute niemanden gesehen und auf allen anderen Demonstrationen, auf denen ich war, auch nicht, der irgendeinen Terror feiert. Sie werfen damit Schmutz auf eine Friedensbewegung. Sie werfen Schmutz auf unsere Demonstrationen. Es kommt noch schlimmer. Ex-Minister Spahn erfordert, dass der Zentralrat der Muslime nicht länger Ehrengast des Bundespräsidenten sein soll. Was ist das? Wir hatten das alles schon im Dritten Reich. Da waren Juden pauschal schuldig. Jetzt Muslime, ist das etwa besser? Bundespolitiker drohen muslimischen Demonstranten mit dem Entzug von Pässen und Abschiebung. Politiker bedienen billigsten Rassismus. Politiker machen rechtschaffenden Menschen Angst. Und ich rede nicht von der AfD, da erwarte ich nichts anderes. Ich rede von den Parteien, die unser Land seit Jahrzehnten führen und steuern. Niemand darf 5,5 Millionen Menschen in Deutschland als potenziell gefährlich abstempeln. Ich will keine deutsche Regierung, die wieder eine Religionsgemeinschaft ausgrenzt. Das ist heute genauso widerlich, wie es damals war. Ich will auch keine deutsche Regierung, die sich nicht fragt, was das mit Menschen macht. Ich ertrage nicht mehr den Blick, den verletzten Blick in den Gesichtern meiner Freunde und meiner muslimischen Mitarbeiter. Ich ertrage nicht mehr ihre Frage, was muss ich denn noch alles tun, um endlich ein Teil dieses Landes zu sein? Sie fragen sich, warum sehen die Deutschen meinen Beitrag nicht? Warum sehen sie nicht, dass ich ein wunderbarer Bestandteil unserer Wirtschaft, unseres Systems bin? Menschen, die oft genug, genauso wie ich, mit einem deutschen Pass geboren sind. Oder Menschen, die nach einer Flucht
wegen Krieg und Vertreibung hier unsere Sprache gelernt haben, hier unser Gesundheitssystem, unsere Wirtschaft unterstützen. Das ist so ein verflucht harter Weg. Das erfordert nichts anderes als Achtung. Ich ertrage nicht die Frage eines meiner Mitarbeiters, der mir letzte Woche gesagt hat, ganz ehrlich, die wollen, dass ich hier arbeite, aber ansonsten soll ich unsichtbar sein. Das ist widerlich. Diese Islamfeindlichkeit, die immer lauter wird, sie droht unsere Gesellschaft, uns zusammen zu zerreißen. Ich bin als Kind viel gereist. Und meine Mutter hat mir auf den Reisen eines gezeigt. Es gibt nicht die Deutschen oder die Türken. Es gibt nicht die Juden oder die Moslems. Ich habe gelernt, ich kann nicht vom Aussehen einer Hautfarbe oder Kleidung auf den Charakter eines einzelnen Menschen schließen. Ich kann mir nur jeden einzelnen Menschen in Ruhe anschauen, auch wenn das ein bisschen dauert. Und dann anhand seiner Taten, seiner Werte und seines Herzens auf ihn schließen. Und das, was ich heute von euch gesehen habe, das lässt mich einfach strahlen. Wir alle haben die gleichen Hoffnungen, die gleichen Ängste. In Israel, in Palästina und hier. Egal, was wir glauben. Wir hoffen auf Gesundheit. Wir hoffen auf Gerechtigkeit. Auf loyale Freunde, auf verantwortungsbewusste Politiker. Wir hoffen auf einen guten Start ins Leben unserer Kinder. Auf faire Chancen. Und wir alle hoffen irgendwann auf einen gnädigen Tod für unsere Eltern. Alle Menschen, egal woher sie kommen, egal was sie glauben. Das war eine der ersten wichtigen Lektionen meiner Mutter. Gelernt aus den Gräuel, die die Nazis angerichtet haben. Alle Menschen sind einfach Menschen. Und jedes Leben ist wertvoll und schützenswert. Und es ist so gut, dass das im Grundgesetz verankert ist. Und ehrlich gesagt, es ist mir heilig, damit nie wieder, wirklich nie wieder ist und bleibt. Damit wir alle, die wir hier stehen, endlich ein Wir werden. Und ehrlich, das ist einfach eine gute Idee. Unsere Politiker haben für uns alle eine Verantwortung. Sie müssen alles dafür tun, ein gutes, ein friedliches Zusammenleben für uns zu schaffen. Dafür steht eine Demokratie. Sie müssen ihren Glauben an die Würde aus dem Grundgesetz, an ihre Gesetze vorleben. Aus tiefstem Herzen. Nur das ist der Auftrag unserer Politiker, für Frieden zu sorgen. Ich sage euch, eine Regierung, die einen Teil ihrer Bürger pauschal schlecht macht, eine Regierung, die ihre Bürger bedroht, eine Regierung, die Bürgern Angst macht, eine solche Regierung ist nur eins, wertlos. Wer sich so verhält, schadet dem inneren Frieden Deutschlands. Wer sich so verhält, sorgt für eine Verrohung aller. Er spaltet unsere Gesellschaft. Wir alle zusammen, die wir hier stehen, sind doch dieses wunderbare, dieses bunte deutsche Volk. Muslime, Juden, Atheisten, Christen, Hindus, wer auch immer. Wir zusammen, wir sind dieses Volk. Wir sind es längst. Aller Religionen auf der ganzen Welt gehen wegen Palästina auf die Straße. Für nichts anderes als Menschenrechte. Und warum gehen wir alle dorthin?
weil wir Werte haben, weil wir ein Herz haben, weil wir Menschlichkeit für alle Menschen fordern und dieses schreckliche Morden endlich ein Ende haben muss. Wir alle zusammen, wir, die wir hier stehen, in diesem Land leben, wir müssen nur eins, zusammenhalten, zusammenwachsen. Nur wir gemeinsam können einen friedlichen Weg finden, auf der Welt, aber auch hier bei uns. Lasst uns zusammen nur eins werden, wir. سوف يحلو النغم موطني.